Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Ruin Factory 4 Special. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich glaube, der Wächter, ich glaube, da gibt es nichts. Der Wächter hat von Natur aus so viel HP, dass man da kaum was machen kann. Dementsprechend, ja. Ich weiß es nicht. Wir müssen da auf jeden Fall, ja, einfach mit das Beste geben, was wir können. Und dementsprechend müssen wir dann wahrscheinlich unsere Fee mitnehmen. Unsere Fee. Die kann ja gut Schaden austeilen. Und irgendwas war das noch. Ich werde jetzt nicht hier die Bäume. Gießen werde ich sie trotzdem, aber ich werde sie jetzt nicht ernten. Weil wir haben noch ein kleines Problem mit dem Kühlschrank und so. Darum kümmere ich mich noch oft. Ich will eigentlich hier nicht in den Parts immer hier Holz kloppen oder so, ne? Ab und an mal kann man es machen, aber nicht immer. So. Wir speichern vor. So. Und dann gucken wir mal, ob wir da eine gute Waffe rauskriegen. Oh Mann, ey. Bin gespannt. Oh Gott. Sammel das doch einfach ein. Ich glaube zwar nicht dran irgendwie. Aber mal sehen. Ich bin auch der Meinung, dass dauerhaftes Resetten eigentlich auch zu anstrengend ist. So. Was haben wir denn hier? Angriff 4980. 500. Das ist das stärkste 4000 irgendwas, ne? Ich tue erstmal weg in die Box. Weil brauchen wir ja nicht. Außer das hier mal eben weg. Das können wir mal behalten. Scheiße. Oh meine Güte, jetzt habe ich das alles. Behalten. 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 Weg. Okay. Gucken wir mal durch. Ja, Wasserangriff haben wir ja. Wir haben ja eine. Gucken wir mal, was wir bei den anderen bekommen. Den ich halt nicht stacken kann, ne? Feuerangriff 4.300, ja. Das ist schon krass. Feuerangriff plus 4.300. Weil wir haben bis jetzt noch hier einmal Feuerangriff plus 1800. Ich denke mal, wir lassen das erstmal so. Wir werden uns dann nochmal demnächst nochmal neu anpflanzen. Dann rüstigen wir erstmal die Klinge aus mit dem Feuerangriff. Welche war das denn jetzt? Das war die unterste, ne? Magieangriff 1800. Okay. So, dann nehmen wir mal die Fee wieder mit. Mitnehmen? Du bist ja eigentlich recht stark. Und eigentlich bist du eigentlich auch ziemlich stark. Und dann gucken wir mal, ob wir diesen Golem-Wächter mal. Ja, ob wir da mal klarkommen, ne? Ich nehme nochmal Tränke mit. Ja. Ach ja, übrigens. Ich war einmal nochmal in den Dungeon hier. Den neuen. Und da habe ich das hier rausgekriegt. Also,
Angriff 54 und Feuerangriff plus 1. Da habe ich mir gedacht, so, wie wollen sie denn hiermit verarschen? Ja. Das war. Also kurz nach der letzten Aufnahme bin ich noch mal zwei, drei Mal reingegangen, hin und her, und mal geguckt, ob eben im zweiten Raum halt eine Truhe ist. Einmal waren da zwei Truhen, dann habe ich halt das rausgekriegt, ne? Ist wahrscheinlich Pech, ne? Ist wahrscheinlich Pech, aber ich hoffe einfach mal. Weil ich muss halt ins nächste Gebiet kommen wegen Drachenstein. Drachenstein ist halt sehr, sehr wichtig, um die bessere Ausrüstung zu bekommen. Weil die Ausrüstung, die wir dann herstellen können, ist halt bei weitem besser als das, was wir jetzt haben. Und es wäre halt furchtbar schade. Was mache ich denn hier eigentlich? Hier will ich ja gar nicht hin. Wir müssen ja diesen Golem-Wächter besiegen. Und ich hoffe mal, dass wir ihn jetzt besiegen. Aber nicht, indem ich mich einfach instant heile. So. Oh nein, ich lass mich doch erstmal. Weißt du, dass er einen direkt stalken tut, Alter. Da ist er erstmal wieder weg. Oh, guckt euch den Schaden an, Leute. Alter. Ach, als ob da gleich noch ein zweiter kommt. Droppen die was denn? Guckt euch mal den Schaden an. Alter, die machen aber auch einen Schaden. Es wäre halt lustig, wenn die das droppen. Ich glaube, ich brauche nur mit so einem Golemstein. Aber anscheinend müssen wir erstmal andersweitig weiter. Alter, der Schaden! Wir müssen erstmal. Ich muss erstmal das Ding da. Oh nein. Na gut, machen wir so. Nein, 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 nein. Das ist furchtbar, ganz furchtbar, ganz furchtbar. Aber so geht das doch, ne? Klar gibt's stärkere Klingen, aber ich wollte jetzt nicht immer tausendmal neu laden, ne? Ich glaube, das könnt ihr nachvollziehen, oder? Was haben wir denn zu essen dabei? Nicht viel. Bin natürlich wieder bestens vorbereitet. So, steh mal bitte auf. Medizinbrot, ich glaube, ich hab lange nichts mehr in neue Medizin angemischt, ne? So, was haben wir denn jetzt hier? Oh nein. Aber hier müssen wir, können wir, ist das hier optional, ist das, wenn wir die Gegner besiegen, oder? Au. Wir kriegen nichts, ne? Dann war es rein optional wieder. Natürlich. Alter, dieser Raum. Ich wäre aus. Darf man da. Alter, ich würde gerne hier weg. Ich wäre ja ausgerastet im letzten Part, hätte ich diesen Raum. Komm, nehmen wir nochmal eben noch eine heiße Schokolade ein. Was bist du denn? Ein gelber Drache. Was hast du so? Tropfst du so? Vielleicht tropft der ja so eine Schimmerklaue. Alter. Na komm. Alter. Die hauen ja aber rein, Gegner, ne? Die hauen hier dermaßen rein. Nein, das ist ein Dings. Teleportiert er sich? Oh nein. Hätte ich das vorher gesehen. Okay, sehr gut. Ich habe ja leider so wenig zum Heilen mit, ne? Aber wieso ist der Dungeon hier so groß? Warum muss der so groß sein? Hilft nicht viel. Hat auch nicht viel geholfen.
13% ist auch nicht gerade viel. Wobei doch, wow. So, steht mal bitte auf. Oh, Alter, was ist das denn, was ist das denn hier für ein Dungeon, Alter? Komm. Okay, wir können nur nach rechts. Oh, ich hasse das hier. Ich hasse das. Der Controller läuft einfach automatisch immer dann, wenn es nicht soll. Es ist einfach schwer, davor einfach in Ruhe stehen zu bleiben, abzuwarten. Das geht halt nicht, weil ich nicht weiß, ob, weil der Controller halt auch plötzlich von einer von... Er will einfach weiter. Es ist manchmal total anstrengend. Ich weiß, es ist, ich heule viel rum. Ich heule viel rum. Es tut mir leid. Aber was soll ich machen? Jetzt, wo ich gerade da war, hätte ich mir auch nochmal kurz Essen zu holen können, ne? Wir haben ja was. So. So viel Zeug noch, was ich eigentlich verbraten sollte mal, ne? So. Ich habe auch nicht mehr so viel Geiles, was Ruhmpunkte. Das erhöht nur ein bisschen. Ja, komm. Ja, besser was. Einfach besser was haben als nichts haben, ne? So. Und Eis haben wir. Ja. Komm, das sollte reichen. Im letzten Part haben wir ja nichts geschafft, deswegen. Hoffe ich einfach mal, dass wir jetzt ein klein wenig was schaffen. Wir haben ja schon was geschafft. Wir haben ja schon was gemacht. Ist ja nicht so, als wenn wir nichts geschafft haben. Wir haben ein gutes Schwert, ein richtig gutes Schwert gekriegt, womit wir wirklich auch effektiv weiterkommen. Was uns auch ein bisschen hilft. Aber es bringt halt nichts. Die beste Hilfe bringt halt nichts, wenn man so einen Controller hat wie ich. Naja. Zumindest sind wir zu der Kenntnis gekommen, dass wir hier einfach durchlaufen können. Achso, wir sind ja schon am Ende. Gut. Und weiter. Okay, wir sind weiter. Cool. Aber wir müssen die Gegner besiegen, ne? Geraten. Stimmt, ich habe noch ganz was sehr Wichtiges noch nicht gemacht. Nein, das ist so Stress. Ah. Okay, einer ist schon weniger. Das Ding ist, die können halt durch das alles durchhauen, ne? Komm, geh. Hat er mich gerade versiegelt? Er hat mich gerade versiegelt. So, steht er jetzt dicht genug dran? Ja, er steht hier dicht genug. Alter, nein. Okay, und das war's. Hui. Das ist sowas von anstrengend irgendwie. Also dieser Dungeon. Es wäre halt wesentlich geiler, wenn sowas nicht passieren würde. Mach doch bitte sowas nicht. So, ich heile uns einmal und dann esse ich was. Reicht da, ne? Wir müssen jetzt schon hier weiter das Portal. Das können wir jetzt zerstören. Ohne von den Golem da genervt zu werden. So, dann komm mal her, Golem. Ich hab was Feines für dich. Wenn du denn in Reichweite kommst. Ah, etwas. Etwas kommst du in Reichweite. Oder auch nicht. Aber wir machen jetzt nur genug Feuerschaden mit dir zusammen mit dem Schwert. Also ist Feuerangriff gleichzeitig komplett ausgerüstet, oder? Sieht so aus. Na komm. Ich sollte unbedingt mehr Pflanzenschwerter züchten. Also mehr Schwertsamen. Äh.
Nur jetzt einmal rum, ne? Wir speichern mal. Ich hab so viel Angst. Weil den Golem können wir jetzt. Wir können jetzt eigentlich den Golem. Wir waren aber nicht überall. Das darf man nicht vergessen. Ja, ist okay. Ich würde gerne erstmal was darauf legen. Hier. Eine Packung Feenstaub. Ich würde da gerne was drauflegen. So. Jetzt muss er einmal komplett rumlaufen. Uff. Cool, dass du mir die Schatztruhe zerstörst. Das war sehr nett. Also wirklich. Furchtbar nett. Und ich weiß, ich sollte unbedingt die Gegner hier farmen. Unbedingt. Das sollte ich auch mal machen. Aber jetzt erstmal gucken. Er läuft einfach direkt nach links, wisst ihr. Gut. Wenn man das Portal geöffnet, ist da jetzt... Jetzt sagt nicht, dass da jetzt der Boss kommt. Was bist du denn? Todesmauer? Mach kein... Ach komm, wenn du der Boss bist, ne? Hätte ich gleich tot. Das kann nicht sein. Echt jetzt? Ich quill mich hier durch den Dungeon und dann ist das halt so ein... Zerbrochene Eismauer. Ja gut, dann geben wir uns die Story, aber wir werden auf jeden Fall noch hier unten, wenn ihr auf der Karte seht. Wir waren überall noch nicht. Da möchte ich halt auch noch, bevor wir die Story genießen, einmal jetzt lang gehen. Da muss halt was, es muss halt was Gutes geben. Ne? Muss halt was Gutes geben. Wenn da gibt es vielleicht geile Schatztruhen. Wie diese hier. Feuerball. Was ist die? Ist die schon gelevelt? Andere Seite. Stufe 8. Ja, nice. Besser als das, was wir jetzt haben. Ja. Gut, dann auf die andere Seite auch nochmal. Weil ich möchte mir halt nichts entgehen lassen, weil man bekommt halt so krasse Sachen. Teilweise. Ich würde halt trotzdem gerne durch. Ich möchte hier gerne so mit wenig Schaden wie möglich durch. Auch wenn es manchmal nicht so möglich ist. Nicht zerstören! Ich habe gerade Angst gehabt, ne? Das Rezept für einen Kochgegenstand gelernt. Gyoza. Hier gibt es aber nicht diese Durchgänge, oder? Die sind nicht durchlässig, oder? Das wäre äußerst... Wenn es auch eine hier unsichtbare Wende gibt. Wie schade euch beide eigentlich. Okay, auch sehr gut. Also die Pflanzenschwerter, ne? Die sind halt schon echt krass. Komm, aber wir geben uns jetzt die nice Story. Wir geben uns jetzt ein bisschen Story-Content. Das habe ich jetzt gebraucht nach dem ganzen... Nach dem Dungeon hier. Weil wir sind wahrscheinlich immer noch nicht fertig, aber uff. Es hat sehr lange gedauert, diese Runen zu kristallisieren. Wir haben immer wieder Aetherlink vor dem Wald der Anfänge gerufen. Über Generationen, weit länger als ein Jahrhundert lang. Aber eines Tages war es endlich vollendet. Der daraus entstandene Stein wurde Runenkugeln genannt. Das war der Name, den wir ihm gegeben hatten, als der Aetherlink-Zauber erschaffen wurde. Als wir unser Ziel erreicht hatten, meldeten wir dies dem König. Natürlich ging es nur darum, seine Erlaubnis zu erhalten, den Stein zu überbringen. Aber nachdem wir Bericht erstattet hatten, war uns klar geworden, welche Gefahr die Runenkugeln darstellten. Sie waren sehr mächtig, so mächtig, dass es beinahe undenkbar war, dass sie überhaupt existieren konnten. Sie war etwas, das dazu imstande war, die ganze Welt zu verändern. Was, wenn jemand diese Macht missbrauchen würde? Da wir davor Angst hatten, haben wir die Tür in den Wald der Anfänge wieder geschlossen und uns dafür entschieden, die Runenkugeln so schnell wie möglich zu überbringen. Ich bin zum Luftschiff geeilt und Richtung Selfie losgeflogen. Aber dann... Ich bin der Nachfahre der Erdfreunde, die versucht hatten, den heiligen Windstrachen zu retten. Meine Aufgabe war es, Venti die Runenkugeln sicher zu überbringen, aber ich bin gescheitert. Ich habe es nicht geschafft, ihr den Stein zu übergeben. Dabei war es doch der Wille meiner Vorfahren, aber... Eine kleine Beule am Kopf hat gereicht, um alles vergessen. Hab ich mir schon gedacht, das ist die ganze Zeit mein. Und auch wenn ich meine Mission vergessen habe, ist es doch erstaunlich, wie weit ich gekommen bin. Diesmal glaube ich, als ihr Freund, sie zu retten. Ja, diesmal werden wir sie retten, klar. Danke. Ich nehme an, du weißt, was du tun musst, um den heiligen Drachen zu retten? Erinnerst du dich an den Kampf gegen die göttlichen Drachen, die auf die gleiche Weise erschaffen wurden? Sie waren aufgrund ihrer fehlenden Willenskraft unvollständig, aber du hast hier alles, was du brauchst. Ein Teil des Körpers des heiligen Drachen, der ihr Geist aufnehmen kann.
ein Erdfreund, der die geheime Beschwörung wirken kann. Die Erinnerung eines Nachfahren, dessen Familie ihre Anwendung perfektioniert hatte. Und zu guter Letzt auch noch den Willen, der von vergangenen Generationen an die Zukunft weitergegeben wurde, diesem Land an ihrer Stelle Hilfe zu leisten. Und deswegen muss ich jetzt gehen. Als Erdfreundträger des Willens aller. Und auch als ihr Freund. Ich muss Venti retten. Sieg ist nur an mir. Aber ist noch nicht vorbei in der Dungeon, ne? Nee, ist noch nicht vorbei. Und puh. Oh, wir kommen endlich mal in ein Dungeon-Gebiet, was wirklich richtig nice aussieht. Also nicht, dass nicht die Dungeon alle scheiße aussehen. Oder Gänseblümchen-mäßig aussehen. Nein. Sagen sie nicht. Aber das hier gefällt mir halt richtig sehr. Richtig gerade. Ich würde aber gerne mal hier das hier weghauen. Auch wenn wir hier gerade wirklich nichts Tolles kriegen. Aber das gefällt mir jetzt schon mal vom Look auf, vom Look sehr. Das gefällt mir sehr. Leute, wir haben heute viel geschafft. Auch wenn nichts mehr Glück als Verstand war die ganze Zeit mit dem hier, ne? Das war das. Das war halt, ist halt mehr Glück als Verstand, dass ich daraus eine gute Waffe gezogen habe. Aber... ja. Dann würde ich sagen, im nächsten Part würde ich gerne noch mal ein paar Monster züchten. Wobei, ich sammle jetzt noch mal eben offscreen gleich noch mal Gackernest mal eben noch mal ein paar Heuballen ein. Wobei, ich werde jetzt ein paar Tage offscreen spielen, also ein paar Ingame-Tage und ein bisschen Holz farmen. Ich denke mal, das ist jetzt erstmal wichtiger als Tiere, mehr Tiere zu holen. Ich brauche einfach Holz. Ich brauche Holz und Steine. Und das werde ich jetzt nächste Tage machen. Also, es tut mir leid, falls es euch vielleicht nicht gefällt, wenn ich ein paar Ingame-Tage überspringe, aber ich werde halt nur Holz sammeln und die Farm bewirtschaften. Ich werde da jetzt nichts ernten. Ne? Habe ich ja auch vorher nicht. Und eventuell werde ich vielleicht neue. Das Einzige, was ich machen werde, ist vielleicht neue Schwertsaat da reinpacken. Aber gut, damit ihr Bescheid wisst, ne? Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und Kommentar da. Im nächsten Part werden wir wahrscheinlich weiter im Dungeon machen. Ich bin sehr gespannt, wie die Story hier enden wird. Und da kommt auch sehr viel auf uns zu. Ich habe ja auch noch vor, zu heiraten in dem Spiel. Es muss auch natürlich gemacht werden. Und es gibt so viel. Es gibt so viel, was ich noch sehen möchte. Aber dieser Dungeon mich dazu aufhält, dass ich das endlich sehen kann. Gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.